Viele Menschen leiden an einer Erkrankung der Schilddrüse, ohne sich dessen bewusst zu sein. Die Krankheit zeigt einige Symptome, auf die man achten sollte, um gegebenenfalls einen Arzt aufzusuchen. Fällt dir auf, dass du unter einigen leidest, hör auf deinen Körper. In unserem heutigen Video stellen wir dir einige Symptome vor, die auf eine Erkrankung der Schilddrüse hindeuten können. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gern mit einem Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1. Stimmungsschwankungen. Ein Symptom, welches die Psyche betrifft, sind depressive Verstimmungen. Natürlich gibt es viele andere Faktoren, die solche Verstimmungen und Niedergeschlagenheit hervorrufen können, doch auch die Schilddrüse hat einen starken Einfluss darauf. Sie spielt eine große Rolle, was den Serotoninspiegel deines Körpers betrifft. Dieses Hormon ist ein sogenanntes Glückshormon, welches Einfluss auf Stimmung, Gedächtnisleistung und Schlaf hat. Leidest du an erhöhter Reizbarkeit, Unruhe oder Verstimmungen, kann das die Folge einer Schilddrüsenerkrankung sein. Nummer 2. Schlafprobleme. Wie bereits erwähnt, hat die Schilddrüse auch einen Einfluss auf den Schlaf. Hast du Probleme beim Einschlafen oder häufige Albträume, kann das mit deiner Schilddrüse zusammenhängen. Auch generelle Schlaflosigkeit ist die Folge einer Schilddrüsenüberfunktion. Nummer 3. Gelenkbeschwerden. Häufige Schmerzen in den Gelenken sind oft auf die Schilddrüse zurückzuführen. Das hat mit dem Mangel an Serotonin bei einer Unterfunktion zu tun. Dieses Hormon hat nämlich die Aufgabe, Schmerzweiterleitungen zu blockieren. Hat man davon zu wenig, wird man schmerzempfindlicher. Durch dauerhaften Mangel an Serotonin werden diese Schmerzen chronisch und erschweren so den Alltag. Nummer 4. Sehr trockene Haut. Trockene Haut, vor allem in den Achselhöhlen und am Kopf, ist auch ein Anzeichen einer solchen Erkrankung. Cremst du dich regelmäßig ein und leidest trotzdem an trockener Haut, kann es sein, dass du an einer Unterfunktion der Schilddrüse leidest. Das kommt daher, dass diese auch für Schweiß und Fettproduktion verantwortlich ist. Bei einer Unterfunktion stellt sie jedoch nicht genug her, was zu schuppiger Haut und Juckreiz führen kann. Nummer 5. Verstopfung und Blähungen. Zu den Hauptanzeichen zählen Verstopfung und Blähungen. Hast du trotz gesunder und ballaststoffreicher Ernährung immer wieder damit zu kämpfen, empfiehlt es sich, einen Arzt aufzusuchen und die Ursachen der Probleme zu klären. Denn bei einer Schilddrüsenunterfunktion werden zu wenige Hormone produziert. Durch den Hormonmangel werden alle Stoffwechselprozesse verlangsamt und somit die Leistungsfähigkeit des Körpers verringert. Nummer 6. Unerklärliche Gewichtsstagnation. Jeder Mensch ist anders gebaut und hat einen individuellen Körper. Dabei ist es normal, dass dein Gewicht schwankt und du mal zu- oder abnimmst. Hier kann jedoch die Schilddrüse beides verhindern. Durch eine Unterfunktion wird oft eine Gewichtszunahme ausgelöst, die man auch nicht so einfach durch Sport und gesunde Ernährung ändern kann. Andererseits läuft der Stoffwechselprozess bei einer Überfunktion auf Hochtouren und verhindert so eine Gewichtszunahme. Beide Möglichkeiten sind nicht gesund und sollten von einem Arzt beobachtet werden. Nummer 7. Herzrasen. Bei Herzrasen kannst du förmlich spüren, wie dein Herz viel zu schnell stark gegen deinen Brustkorb schlägt. Das ist die Folge einer Überfunktion der Schilddrüse. Dabei entsteht ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Nummer 8. Starker Haarausfall. Während du eine Dusche nimmst oder dir die Haare kämmst, fällt dir vielleicht auf, dass unnatürlich viele Haare ausfallen. Als Folge einer Erkrankung der Schilddrüse fallen mehr Haare als normal aus. Das bezieht sich aber nicht nur auf den Kopf, sondern am ganzen Körper. Der gesunde Haarwuchs wird hierbei sehr schwach und dünn. Auch die Haare selbst werden brüchig und fein. Nummer 9. Erhöhter Cholesterinspiegel. Selbst bemerkbar macht sich ein erhöhter Cholesterinspiegel kaum.
Gehst du aber zum Arzt, um eine umfangreiche Untersuchung machen zu lassen, kann der Arzt die Werte deines Cholesterins feststellen. Unser heutiges Fazit: Wie du siehst, sind einige Symptome unauffällig und können auch von anderen Faktoren kommen. Fällt dir trotzdem auf, dass ein paar auf dich zutreffen, suche einen Arzt auf, um die Erkrankung behandeln zu lassen. Viele der Anzeichen sind unangenehm und beeinträchtigen dich im Alltag. Daher empfiehlt es sich, sie so schnell wie möglich behandeln zu lassen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.